Hallo ihr Lieben, heute machen wir mal Wirsinggemüse und dafür brate ich Zwiebeln an. So, jetzt kommt noch Knoblauch hinzu. Und jetzt braten wir ein bisschen den Wirsing mit an. Und auch die Möhrchen. Und eine Paprika. Kommt noch Salz hinzu. Ein bisschen Ochsenknochen. Butter, Esslöffel Mehl und das löschen wir mit einer Tasse Brühe ab. Und Schluck Sahne kommt noch hinzu. Ihr Lieben, in der Zeit, wo der Wirsing vor sich herbrutzelt, machen wir mal die Pfannkuchen, indem wir den Wirsing einwickeln. Da habe ich 50 Gramm Schlagsahne, Teelöffel Salz und ein bisschen Boxhornklee. Jetzt kommt noch ein bisschen klein gehackte Petersilie, ein Ei hinzu und 150 Gramm Mehl. Und das verrühren wir ganz an. Und 200 Milliliter Milch. So, ihr Lieben, und jetzt backen wir die aus. Ich nehme 3 Löffel. Und schön in der Pfanne verteilen. So, das schaut schon mal gut aus. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier... Jawohl. Perfekt. Duften tun die schon mal hervorragend. Jetzt backen wir noch den Rest raus. So, ihr Lieben, die Pfannkuchen sind fertig. Ich habe sie mit dem Wirsing gefüllt. Immer mit Käse bestreut. Wenn sie heiß sind, dann zerschmilzt es da. Und dann kommt die Füllung rein. Und dann kann man das schön einwickeln. So servieren wir das Ganze. Also ihr Lieben, guten Appetit und bis bald!